Da sind wir wieder bei Donkey Kong Country Tropic Freeze im letzten Part. Da haben wir den Boss und den Skull Level abgeschlossen. Hat zwar ein bisschen gedauert. Na, es ging eigentlich. Aber nur wenn ich die Xy benutzt habe, das. Tut mir leid, aber. Ich wollte jetzt nicht wieder eine Stunde für ein K-Level brauchen. Das war nämlich nicht so lang, aber dafür ziemlich hart, aber. Es ist doch möglich, würde ich sagen. Letzte Passage, und hier sind wir in Welt 5, wie Marmalupe, keine Ahnung, eine Mischung aus Marmelade und Lupe, oder so, Fauna Fantasia, und mal glubschen, was da jetzt so auf uns zukommt, sieht nämlich so, so wie Obst aus. Obst. So wie die Wasser, wie diese Waldwelt von Super Mario Dings. Super Mario Bros. So Giftwasser und so Zeug. Obstige Dings. Ah! Das ist ein Fass. Ich frage mich, wie viele Puzzleteile es gibt und ob wir hier alles einsammeln müssen. Hallo, komisches Tier. Aha. Ob da oben was ist, frage ich mich jetzt. Und was das Fass sollte. Jetzt gehen wir doch aus dem Weg. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Was das fett wie. Aber ob da was. Unten ist es dann wieder die andere Frage, ne? So wie es da oben aussieht. Nämlich wieder Dix hier. Achso. Na, so geht's auch. Fuck, Viecher. Ah. Das tat mir. Springen auf Viecher. Und es nicht hinkriegen, Banane einzusammeln. Eins von sieben. Ich wollte aber die Banane einsammeln. Oh, das war ganz schön knapp. Hä? Und was war das?
man ja alles einsammeln muss. Ich hoffe nicht. Tja, mein Freund. Hallo. Oh. Ja, nur mit Dixie, würde ich sagen, oder? Okay. Ich weiß nicht, was ich jetzt so sagen soll, das Spiel ist... Niese. Bonus! Das zweite Puzzleteil, hoffentlich. Ja, eigentlich. Also hoffentlich kriegen wir es so. Jo, nimm das Puzzleteil, ihr seid cool, nicht was? Korall, voll Korall, ich sag's dir. Okay, Hauptsache ich hab's geschafft, ohne Schaden zu nehmen. Oh. Hallo. Ding. Da war ich. Das ist auf jeden Fall das dritte Puzzleteil oder das irgendein anderes Puzzleteil. Also ein Puzzleteil. Ja, fettes Ding einfach mal. Massier den Boden oder was? Ein Bodenmassierer oder sowas. So wollte ich das jetzt empfinden. Ah, das Ding auch irgendwie. Vertreib. Bodenmassierer. Da, ich hab's ganz leicht gesehen. So muss man machen. Ein Heart. Bogenschütze. Ah, da. Läuft, ist gut. Ah. Vielleicht ist da oben was. Ach so, da können wir nicht dran. Das ist ja cool. Juhu. 5 von 7. Und wir haben das G schon eingesammelt. Ah, das wollte ich noch gar nicht. Aber okay. Wir finden zwei Puzzleteile. Ja. Die müssen wir alle nachholen. Also den Hard-Modus, da könnt ihr mir auch mal schreiben, ob ihr den gerne sehen wollt, ne? Weil, also zeigen werde ich ihn auf jeden Fall, ob ich ihn dauerhaft machen werde, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich mache erstmal Zuckerfass zum Abheben.
Okay, das ist wahrscheinlich ein Fass, so Raketenfass. Level konnte man nicht drauf kommen, glaube ich. Weil das klingt doch ziemlich, ja, komplex, ne? Ja. Ob da links was sein könnte? Regenbogen, das sieht nie so aus. Okay, das ist ein Raketenlevel. Mit Donkey Kong. Wie habe ich got it? Und jetzt geht es ja mal aber richtig ab. Jetzt wollen wir es nochmal richtig zur Verzweiflung bringen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, hier müssen wir alles einsammeln. Ich hoffe, ich kriege hier alles. Ich hatte, glaube ich, mal bei Dom Ten noch reingeguckt und da war dieses Level und da ist irgendwie ausgerastet. Ich habe es mir nicht ganz angeguckt, weil ich will es ja selber noch spielen. Ja, was ist da? Kamerawechsel! Uhu! Ah! Ah, das war natürlich jetzt. Glaub, denen geht's gut. Oh ne. Hoffentlich müssen wir da nicht alles einsammeln. Könnte aber sein. Und das ist krank. Kranke Leute. Bei solchen Leveln kommt ja eine Sammel alle Bananen ein. Jetzt dürfen wir nur bei diesen fetten. Dürfen wir nur kein Herz verlieren. Bei diesem Typen, der völlig wahnsinnig geworden ist. Und jetzt schießt er irgendwelche Viecher. Ich weiß nicht, wie der darauf gekommen ist. Nein. Es gibt bestimmt eins. Und da ist ein Checkpoint. Er hat eine Banane. Hab ich verpasst. Das Level muss ich neu machen. Oh. Aber nach einer Zeit gewöhnt man sich an die Steuerung, auch wenn die etwas träger ist als in Donkey Kong Country Returns. Nach hoch. Nach hoch. Ah! Okay, so schlimm ist es gar nicht. Und der Typ ist einfach ein bisschen bescheuert. Okay. Wieso ist das so schwer? Das ist nur, weil die Perspektive geändert wird und ich das nicht so gut kann, ey. Ich kann Perspektiven wechseln nicht. Das sag ich euch jetzt einfach so, da kenne ich nix. Da hole ich das Puzzleteil sogar noch einmal. Ja, ich habe zwei. Könnte gut sein, oder? Aber wenn das natürlich nix gibt, dann raste ich aus. Hier habe ich sogar auch alle gesammelt. Hier muss man einfach nach relativ weit unten und danach direkt ganz nach oben. Und dann
scheiße sein. Oh, wieso krieg ich diese eine Banane nicht? Wenn ich das gleich nicht schaffe, dann kacke ich da drauf. Und dann fehlt mir ein Puzzleteil und dann weiß ich, wo das ist. Er dreht sich. Und ich fliege einfach mal gegen den Pinguin. Ich hab's. Das war ein Puzzleteil. Crank. Okay, jetzt bin ich froh. Solche Level sind meistens nicht so lang, weil die eigentlich relativ sehr schwer sind. Eigentlich relativ sehr schwer. Und ja. Das dürfte ich jetzt mal bitte schaffen. Das war blöde. So. Jetzt habe ich den Checkpoint. Ach, hallo. Ein Puzzle gegeben hätte. Ah. Leck mich am Zuckerli. Es wird so hart, vielleicht verarbeitet. Man hat wenig Zeit zu reagieren. Durch den Ring. Ah, da ist ein Puzzleteil. Okay. Wieso sehe ich das L nicht? Bin ich irgendwie inkompetent? Unten, oben, unten. Durch den Ring. Und Puzzleloch. Kommt der Vollidiot wieder. Mann, ich muss das Level jetzt schaffen. Ich hab nicht mehr viel Zeit. Das ist da jetzt nicht dein Ernst. Oh. Das war dann doch in der Tat knapp. So macht man das. So. Ganz viele Obstfabriken. Ich nenne das Obstfabrik. Ich
Ja, jetzt hier. Was? Da weiß man noch gar nicht mehr, was eintrifft und was nicht. Probier es jetzt noch einmal. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, muss ich kurz Pause machen. Ist noch ein Fass. Seht ihr das? Lol. Oh, nicht der. Deswegen werde ich den bestimmt nicht. Ich werde den offline machen oder so, aber da kann ich jetzt drauf. Ja, und dann würde ich sagen, hoffentlich hat euch der Part gefallen. Bis zum nächsten Part von Donkey Kong Country. Tropical Freeze. Wir sehen uns im nächsten Part und dann ciao.